Einen Großteil der Energie regenerativ selbst erzeugen, die Gebäude- und Prozesstechnik optimieren, die Mitarbeitenden umweltsensibel machen. Büringers Energiekonzept am Standort Ingelheim betrifft alle Bereiche. Wir wissen, dass wir als Unternehmen nur erfolgreich sein können, wenn wir auch eine nachhaltige, lebenswerte Erde hinterlassen. Und daran arbeiten wir. Das neue Biomasse-Heizkraftwerk ist Teil eines Investitionsprogramms von mehr als 200 Millionen Euro in nachhaltige Infrastrukturprojekte. Damit steigt die Eigenversorgungsquote beim Strom auf 85%. Zugekauft wird nur Ökostrom und neueste Techniken helfen, den Strom- und Energieverbrauch in Gebäuden und Produktionsprozessen am ganzen Standort effizienter zu machen. Ganz wichtig, auch alle Mitarbeitenden werden sensibilisiert. Herzlich willkommen und schönen guten Morgen zu dieser More Green Hour, der Faktor Mensch. Sogenannte Green Hours mit Experten regen zum verantwortlichen Handeln an. Aber es sind die ganz vielen kleinen Dinge, die die Menschen selbst umsetzen können. Beispielsweise im Büro, abends den Schalter ausmachen etc. Wie haben wir die Leute da mitgenommen? Wir haben sehr viele Townhalls veranstaltet, wir haben externe Redner dazu geholt und wir haben darüber gesprochen, was der Faktor Mensch ausmacht und was jeder Einzelne leisten kann. Nicht mehr benötigte Hardware wird in einer Kooperation mit dem Recyclingunternehmen AFB wieder aufbereitet und weiterverkauft. Damit wird Elektroschrott vermieden. Zu all diesen Aktivitäten geht bei Böhringer in Ingelheim in Kürze ein neuer Solarpark ans Netz.